Wassertreten in freier Natur hält nicht nur gesund, sondern macht auch neugierig. Diese Männer sind den Geheimnissen des Wassers auf der Spur. Mit einer neuen Messtechnik versuchen sie, die Selbstheilungskräfte von Bergbächen zu ergründen. Die Messung soll helfen, die Qualität unseres Trinkwassers zu verbessern. Visionäre? Es sind jedenfalls keine Wissenschaftler, sondern Praktiker, die in die Phänomene des Wassers eintauchen. Wer die Qualität unseres Wassers verbessern will, muss erst einmal wissen, aus was diese Ursubstanz heute besteht. Denn nirgendwo in der Natur gibt es reines H2O. Wasser ist ein einzigartiges Lösungsmittel, das fast gierig alle Stoffe in sich aufnimmt, mit denen es in Berührung kommt. Mit unendlicher Geduld löst Wasser Berge aus Kalk oder gar Granit auf. Ein Phänomen. Je nach Ursprungsgestein zeigt die wässrige Lösung eine andere Qualität. Und das will der Flussbaumeister Ottmar Grober nutzen. Er will die Flüsse der Steiermark so sauber und lebendig machen wie natürlich fließende Bergbäche. Die Qualität eines Wassers ist messbar, seine Lebendigkeit aber noch nicht. Grober kann sie nur beobachten. Das eine Wasser fließt spürbar rascher flussabwärts, das andere verweilt ein wenig. Das andere pendelt mehr hin und her. Und so müssen wir immer wieder unterscheiden zwischen dem einen Wasser und dem anderen Wasser. Wenn man genau in das Wasser hineinschaut, würde man auch erkennen können, wie unterschiedlich diese Wässer sind. Und man kann dann auch genau erkennen, wie weit sich der Mensch dem Wasser schon genähert hat mit seinen Einflüssen und Bedürfnissen. Diese Bedürfnisse gefährden weltweit unser Trinkwasser. Um verschmutztes Wasser zu reinigen, reicht mechanisches Rühren nicht aus. Es werden Chemikalien zugesetzt. Sauberes Wasser drücken Pumpen in die Leitung. Entgegen seinem natürlichen Fließwillen wird es durch schnurgerade Rohre gepresst, bevor es aus dem Hahn läuft. Deshalb gibt es zahlreiche Wasserbelebungsgeräte, die nicht chemisch, sondern physikalisch arbeiten. Die Hersteller behaupten, das Leitungswasser dem Quellwasser wieder ähnlich zu machen. Viele ahmen die natürliche Verwirbelung des Wassers nach. Im Wirbel erkannte schon vor 100 Jahren der österreichische Naturforscher Viktor Schauberger das grundlegende Prinzip der Wasserbelebung. Der Wirbel. Ein Phänomen. Zunächst besitzt er die Eigenschaft, Schmutzpartikel aus dem Wasser abzusaugen. Außerdem kann ein Wirbel gelöste Stoffe wie Kalk aus dem Wasser ausfällen. Diese Fähigkeit zur Selbstreinigung wird bisher kaum genutzt. Man muss schon eine weite Reise machen, um Leute zu finden, die dieses Know-how der Natur in der Wasseraufbereitung einsetzen. Die Reise geht nach Texas. Dan Reese lebt in Bandera, einem Ort, der sich Hauptstadt der Cowboys nennt. Dan ist ein moderner Cowboy und auf dem Weg zu einem seiner 600 Kunden. In Texas holen sich die Farmer ihr Trinkwasser zumeist aus dem eigenen Brunnen. Doch das Wasser in Texas ist hart. Es enthält nicht nur Kalk, sondern auch Schwefel und vor allem Eisen. Alan Palmer stand damit vor einem großen Problem. Er löste es, indem er im Pumpenhaus eine ganze Batterie von Verwirbelungsgeräten einbauen ließ. So sieht das Wasser aus dem Brunnen aus. Und wie Sie sehen können, ist es rot und voller Eisen. Es stinkt und ist ungenießbar. 3 Monate ließ ich das Wasser in diese Weide laufen, aber es wurde kein bisschen besser. Deshalb installierten wir das Wirbelsystem und seitdem es läuft, kommt das Wasser so heraus. Ohne Geruch, ohne Fremdgeschmack und ohne Chemikalien. Dieses Phänomen hat sich in Texas herumgesprochen.
Seit vielen Jahren baut Rees die Wasserwirbler, die ohne Strom und nur mit Leitungsdruck arbeiten. Wir nutzen eine Technik nach Schauberger, das Eindrehen des Wassers. Wir oxidieren das Eisen und wir holen es unten mit dem Wirbel heraus. Und dann holen wir das gute Wasser an der Seite des Tanks heraus. Das schlechte Wasser geht in die Mitte. Und dann passiert das Gleiche in den nächsten Röhren mehrmals hintereinander. Das rotiert mit 5600 Umdrehungen in der Minute. Man kann die Energie an der Röhrenwand fühlen. Wenn man diese aus Edelstahl oder Kupfer herstellt und man sie ohne Erdung berührt, bekommt man einen Schlag. Da ist genug elektrostatische Ladung, um dich auf den Hintern zu setzen. Ein Sturm im Wasserglas. Ein Wirbel belebt das Wasser, indem er zum Beispiel Sauerstoff einsaugt. Das Wasser atmet. Aufgrund solcher Phänomene kam bereits 1980 in Deutschland das erste Wasserbelebungsgerät auf den Markt, das bis heute von Jens Fischer vertrieben wird. Er will das Wasser anders aus dem Hahn laufen lassen. Eben floss mit dem Luftsprudler das Wasser ganz gerade. Und wenn ich jetzt den Luftsprudler abschraube, dann kann man schon sehr schön sehen, wie das Wasser versucht, seinen natürlichen Lauf einzunehmen, sich zu winden und zu drehen, wie es im natürlichen Bachlauf auch ist. So, und diesen natürlichen Drehmoment oder den Drehwillen des Wassers, den unterstützen wir mit diesem Wasserhahn-Vorsatzgerät, wo das Wasser tangential an die Wandung herangeführt wird und durch die Vertikale den Wirbel von alleine bildet. Der Wirbler wurde auf Anregung von Viktor Schaubergers Sohn vor über 30 Jahren von einem Bauingenieur entwickelt. Inzwischen sind mehrere tausend Geräte zu verschiedenen Zwecken im Einsatz. Erster Eindruck: Das Wirbelwasser fühlt sich sehr weich an. Viele Anwender schätzen diese Eigenschaft beim Baden und Duschen. Seit 10 Jahren wird der Wirbler in der Hydrotherapie verwendet. Laut medizinischen Gutachten kann das verwirbelte Wasser besonders im Nacken- und Schulterbereich Verspannungen lösen. In dieser elektronisch gesteuerten Dauerbrause aus der Schweiz sind deshalb mehrere Wirbler eingebaut. Der Massagedruck der Wasserstrahlen lindert Rheuma-Beschwerden, fördert die Entschlackung des Körpers und beugt Erkältungen vor. Die Patienten werden mit Wasser behandelt, das selbst behandelt worden ist. Das Wort Hydrotherapie hat heute 2 Bedeutungen. Für beide interessiert sich der Arzt René Hirschel. Seit Jahren untersucht er physikalisch behandeltes Wasser und will wissen, ob es sich verändert hat. Dazu prüft er verschiedene Werte mit anerkannten Messmethoden. Der Arzt macht sich große Sorgen über die Zunahme von Arzneimittelrückständen im Wasser und hat sich deshalb für die Umkehrosmose entschieden. Das Prinzip ist relativ einfach. Das Wasser geht in die Schutzfilter für die Membran hinein. Die Osmosemembran sitzt hier. Man muss sich das so vorstellen, dass es eine Wand ist, die ganz kleine Löchlein hat. Und durch diese kleinen Löchlein geht an sich nur ein Wassermolekül durch. Und alles andere bleibt vorher hängen und wird übers Abwasser ausgeschwemmt. Und das Problem ist jetzt nun, dass ich zwar jetzt ein reines Wasser habe, aber dieses Wasser ist energetisch vollständig tot. Und das ist das Problem gewesen, jetzt irgendwelche Energetisierer oder Informierer oder was auch immer zu finden und aus diesem zwar reinen, aber energetisch totem Wasser ein Wasser zu machen, wo ich sagen kann, das ist ein gutes Trinkwasser für mich. Hirschel misst die Oberflächenspannung des Wassers. Der Arzt hat eine Veränderung festgestellt, wenn das Wasser mit bestimmten Belebungsgeräten behandelt worden war. Ein Phänomen. Und dann fand ich ein Gerät, was auch noch aufgrund der Schaubergschen Theorien
seine Funktion erfüllt, nämlich mittels einer Spirale. Und wenn man dieses Wasser außerdem noch untersucht, stelle ich fest, dass es für mich Veränderungen hat, die ich als positiv bewerte. Und da muss ich ganz einfach sagen, das ist im Moment das, was ich für mich auch empfinde. Hier dreht eine Spirale das Wasser ein. Wirbelbewegungen in Spiralform bezeichnete Schauberger als das Energieprogramm der Natur. Denn Spiralen finden sich sowohl im Weltall als auch in der Erbsubstanz. Mittlerweile gibt es mehrere hundert Anbieter von Wasserbelebungsgeräten. Viele von ihnen behaupten, das Wasser zu energetisieren. Dazu übertragen sie Schwingungen und Informationen. Wie sie das machen, bleibt oft ihr Geheimnis. Gleichzeitig berufen sich viele Hersteller auf Viktor Schauberger, dessen Erkenntnisse aber zunehmend verwässert werden. Walter Tutt macht keine Geheimnisse um seine Technik. Der Schweizer Ingenieur war Manager in der Betonindustrie und baut seit 1996 Wasserbelebungssysteme. Sie bestehen aus zwei Elementen. Zunächst ein Verwirbler, der das Wasser im Sinne von Schauberger eindreht. Neu hinzu kommt eine zweite Technik. Um das Wasserführungsrohr ist ein Draht aus Kupfer gewickelt. Und diese Kupferspule überträgt elektromagnetische Schwingungen ins durchfließende Wasser. Ein solches System ist bei einem Gemüsebauern im Schweizer Rhonetal installiert. Hier geben gleich 6 Kupferspulen und eine Steuerelektronik die Schwingungen ins Wasser ab. So gelangen in der Minute bis zu 360 Liter elektromagnetisch stimuliertes Wasser in die Gewächshäuser. Seitdem der Gemüsebauer auf diese Art Salate, Zucchini, Gurken und Tomaten bewässert, hat sich sein Ernteertrag deutlich erhöht. Grundsätzlich ist zu bemerken, dass das Wurzelwerk größer geworden und die Aufnahme der Nährstoffe und des Wassers besser geworden ist. Das heißt, die Pflanzen entwickeln sich besser und wachsen schneller. Ein Zeitgewinn von 7 bis 10 Tagen. Das bringt im Frühjahr Einsparungen bei der Heizung und vor allem eine schnellere Neubepflanzung mit Tomaten. Was im Gewächshaus funktioniert, wird nun auch in der Natur getestet. Der Lac Moubra in der Schweizer Gemeinde Montana. Der See im Kanton Wallis leidet unter Zuflüssen, die ein unnatürliches Wachstum von Algen verursachen. Jahrelang wurde das Problem mit Chemikalien bekämpft. Diese konventionelle Methode zeigte aber nicht den gewünschten Erfolg. Die Gemeinde beauftragte deshalb Walter Tutt, den See mit seinem Wasserbelebungssystem zu sanieren. Und das arbeitet physikalisch, indem es elektromagnetische Schwingungen ins Wasser überträgt. Und welche Frequenzen werden bei dieser Stimulation verwendet? Walter Tutt ist Musiker und spielt mehrere Instrumente und am Synthesizer. Die Tonleiter mit ihren harmonischen Klängen und Schwingungen ist die Grundlage für seine Theorie einer naturnahen Wasserbelebung. In der Natur hat jeder Stoff auch seine eigene Schwingung und diese Schwingung ist ganz, ganz fein und subtil und natürlich hören wir diese Schwingung nicht. Und in der Quantenphysik gibt es Formeln, die uns ermöglichen, diese Schwingung ganz genau zu berechnen. Und das könnte ich dann nachher sinngemäß auch wieder hier aufs Klavier übertragen. Wenn wir jetzt einen Ton zum Beispiel von Sauerstoff berechnen, der liegt natürlich wesentlich höher und der ist nicht mehr hörbar. Also das Klavier, das wäre ungefähr einen halben Kilometer lang. Und wenn ich aber das jetzt wieder um die Oktaven runter transponiere, bis ich hier in diesem hörbaren Bereich liege, dann lande ich schlussendlich eben bei diesem Klang vom Sauerstoff zum Beispiel. Und der Kohlenstoff, ein sehr wichtiger Stoff in Pflanzen, in Menschen, überall, der liegt genau eine Quint drüber. Man könnte das so als Quintensprung bezeichnen. Und wenn ich jetzt nochmals so einen Quintensprung mache, dann lande ich hier oben bei einem Ton und das ist genau der Klang von Wasser. Und nochmals, das Wasser.
Natürlich spielt Tut keine Klaviertöne ins Wasser, sondern stimuliert es mit Frequenzen. In einem kleinen Wassergefäß kann man diese sogar sichtbar machen. Sauerstoff. Kohlenstoff. Und so sieht Wasser aus, das mit seiner Eigenfrequenz stimuliert wird. Der Lac Moubra ist ein sehr großes Wassergefäß. Um 160.000 Kubikmeter Wasser zu stimulieren, mussten sich Tut und der Cheftechniker der Gemeinde etwas einfallen lassen. Ein 400 Meter langer Draht, am Seegrund verlegt, gibt die elektromagnetischen Schwingungen ins Wasser ab. Die Intensität ist sehr schwach. Der Energiebedarf beträgt nur 2 Watt Gleichstrom. Von außen ist der Draht nicht zu sehen. Und für Badegäste ist er ungefährlich. Gut zu wissen für den Bürgermeister, denn der See ist wichtig für den Tourismus in Montana. Man kann bereits jetzt eine Abnahme der Algenvermehrung feststellen. Die Algen sind nicht mehr so kräftig und grün wie seinerzeit. Was wir auch feststellen können, dass sich die Sichttiefe verbessert hat. Wir werden auf jeden Fall mit diesem Versuch weitermachen, der keine Chemie verwendet und gesund ist für Natur, Flora und Fauna. Durch das permanente Einspielen der Frequenz von Sauerstoff hat sich das Umfeld oder Milieu des Sees anscheinend verbessert. Von einem Milieu sprach auch der französische Hydrologe Louis-Claude Mersin. Er untersuchte in den 50er und 60er Jahren den Zusammenhang von Sterberate und Wasserqualität in Frankreich und in anderen Ländern. Obwohl Vincent jahrzehntelang in Frankreich forschte, wurden seine Erkenntnisse vor allem in Deutschland umgesetzt. Er entwickelte eine medizinische Diagnosemethode, bei der die Körpersäfte Blut, Speichel und Urin analysiert werden. Ein Spezialgerät misst den pH-Wert, die elektrische Leitfähigkeit und die Zahl der freien Elektronen in der Flüssigkeit. So wie hier in der Praxis von Dr. Hirschel. Die Schnittstelle zum Wasser ist da, dass wir die gleichen Werte, die wir jetzt an den menschlichen Flüssigkeiten gemessen haben, auch im Wasser messen. Und das war ja die Grundvoraussetzung von Vincent, der ja an sich Wasser suchte. Gesundes Wasser und über die Rückkopplung zu den gesunden Menschen gefunden hat, dass dort, wo gesunde Menschen sind, ein gesundes Wasser sein muss und dann mit diesen Methoden auch für das Wasser Normwerte erstellt hat, die das Wasser erfüllen sollte. Die Trinkwasserprobe eines Patienten. Aufgrund seiner Beschwerden und des individuellen Befundes der Ratschlag des Arztes. Gutes Wasser bedeutet in Ihrem speziellen Fall leeres Wasser. Wasser mit wenig Inhaltsstoffen. Denn dieses Wasser kann in Ihnen Schlackenstoffe aufnehmen und viel einfacher ausscheiden. Und Herr Doktor, wie komme ich zu so einem Wasser? Das ist relativ einfach, Herr Munk. Es gibt solche Wässer zu kaufen. Das heißt, Sie können in Getränkemärkten sowas erwerben. Aber Sie müssen daran denken, dass Sie diese Wässer auch im Nachhinein noch irgendwie mit Energie wieder versorgen. Zum Beispiel mit Verwirbelungsgeräten, zum Beispiel mit Steinen. Aber auch ein reiner Bergkristall ist sehr positiv für Trinkwasser. Manche legen sogar große Steine ins Wasser. Flussbaumeister Grober will die Gewässerqualität in der Steiermark verbessern. Für seine Flusseinbauten benutzt er Felsbrocken und macht damit im Prinzip das Gleiche, was Belebungsgeräte in der Wasserleitung tun. Verwirbeln und mit Schwingungen stimulieren. Grober bezeichnet dies als Gewässerinformation. In einem Steinbruch sucht Grober für sein nächstes Projekt riesige 10 Tonnen schwere Felsbrocken. Sie bestehen aus Magnesium und Quarz. Quarz sieht aus wie Eis und ist der Rohstoff für die Informationstechnik. Quarz ist ja nichts anderes als wie reines Siliziumdioxid. Und dieses Quarz hat die besondere Eigenschaft, umso reiner der Quarz ist, umso höher ist seine Informationsfähigkeit. Ich habe hier noch zusätzlich kristalliner Quarz, das heißt angehender junger Bergkristall, der mit seiner Eigenschaft dem Wasser noch näher kommt. Und daher wäre der ideale Einbau für eine Gewässerinformation eben der Bergkristall.
Wenn das Wasser den Stein in beide Richtungen umfließt, also gegenläufig, entsteht ein besonderer zusätzlicher Effekt, der das Wasser regelrecht aufladet, energetisch verbessert. In diesem Bach hat Gruber dem Wasser eine Treppe aus Steinen gebaut. Eine Pendelrampe. Das war vor einigen Jahren. Heute sind die Ufer üppig bewachsen. Die neu gesetzten Weiden unterhalb der Wassertreppe sind über einen Meter höher als die gleichzeitig gepflanzten Weiden oberhalb der Treppe. Für Ottmar Gruber ein Phänomen. Im Steinmaterial ist Schwingung gebunden. Und wenn Wasser über dieses Steinmaterial drüber fließt, nimmt es diese Information mit. Weil Wasser nimmt alles mit auf. Es nimmt nicht nur den Schmutz mit auf, sondern auch Schwingungen. Kann sich ein durch Schwingungen stimuliertes Wasser diese Informationen merken? Und wenn ja, wie lange? Ein Wirbel jedenfalls pulsiert auch dann noch unter Wasser, wenn er an der Oberfläche schon längst zur Ruhe gekommen ist. Gibt man Farben ins Wasser hinein, werden Phänomene sichtbar, die an einen lebenden Organismus erinnern. Dass Wasser ein Gedächtnis hat, behauptet seit rund 200 Jahren die Homöopathie. Peter Endler aus Graz stellt ein homöopathisches Heilmittel her. Die Ausgangssubstanz wird immer wieder verdünnt und verschüttelt. Am Schluss ist das Verdünnungsverhältnis so, als habe man einen Tropfen in die Wassermenge von Millionen von Weltmeeren fallen lassen. Anders gesagt, die Substanz wurde so verdünnt, dass sie nicht mehr vorhanden ist. Die Information der Substanz soll aber noch im Wasser sein. Ein Phänomen, von dem sich zumindest Kaulquappen beeindrucken lassen. Endler untersucht die Wirkung homöopathischer Mittel auf die Jungfrösche. Seit 15 Jahren zeigen die Versuche immer wieder, dass diese hochverdünnten Lösungen, Potenzen genannt, eine Wirkung auf die Tiere haben. In 5 anderen Labors wurden die Ergebnisse bestätigt. Sie sehen hier 2 Kaulquappen. Sie sind sehr unterschiedlich groß, beide sind gleich alt. Eine wurde mit unserem Homöopathikum behandelt, eine mit Kontrollwasser. Nach 20 Tagen zeigt sich der Unterschied in der Größe, im Entwicklungsstadium, im Gewicht. Das heißt, die Information ist offenbar aufs Wasser übertragbar. Ich stelle mir so vor wie eine Computer-CD, auf der Information gespeichert ist, oder wie ein Buch, in dem Information gespeichert ist, ohne dass ich was anderes sehe als Zeichen, als Chiffren. Und warum sollte Wasser, ähnlich wie ein Kristall, ähnlich wie eine CD, nicht auch Information speichern können? Die moderne Wasserforschung hat dazu ein Erklärungsmodell entwickelt. Im Wassermolekül sind Sauerstoff- und Wasserstoffatome die Pole, die sich anziehen und sogenannte Wasserstoffbrücken bilden. So entstehen ganze Haufen von zusammenhängenden Wassermolekülen. Ein solcher Haufen wird als Cluster bezeichnet und ist hier vereinfacht in Kugelform dargestellt. Cluster können aber viele geometrische Formen bilden. Kommt ein Fremdstoff ins Wasser, legen sich die Moleküle bzw. Cluster um diesen herum. Sie hüllen ihn ein. Wird nun der Fremdstoff entfernt, bleibt in der Clusterstruktur ein Loch zurück. Das Wasser merkt sich also den Abdruck des Fremdstoffes. Der italienische Atomphysiker Emilio Del Giudice hat dieses Grundmodell erweitert. Während im festen Stoff die Atome in festgelegten Stellungen sind, hat diese Botschaft in der Flüssigkeit hingegen eine rhythmische Form, wie beim Tanz. Das bedeutet, dass die Anordnung in einer Flüssigkeit nicht wie hier eine räumliche ist, sondern eine zeitliche. Alle Moleküle bewegen sich im gleichen Rhythmus. Ein Bild dafür ist der Tanz. Das heißt, die Wassermoleküle befinden sich in einer räumlich ungeordneten Verteilung. Aber ihre Elektronen schwingen alle im gleichen Rhythmus. Spielt man in ein kleines Wassergefäß Musik hinein, beginnt das Wasser zu tanzen. Ein Phänomen.
Der Vergleich von Wassermolekülen mit Tanzpaaren lässt sich auch so formulieren. Auf der Tanzfläche gibt es keinen Formationstanz. Es geht recht wild durcheinander. Aber alle Paare gehorchen dem gleichen Rhythmus. Soweit die Theorie. 1988 behauptete der inzwischen verstorbene Wissenschaftler Jacques Benveniste, die Wirksamkeit eines homöopathischen Serums bewiesen zu haben. Benveniste verlor bald darauf Amt und Würden. Die Affäre um das Gedächtnis des Wassers wurde zum Skandal und weit über Frankreich hinaus bekannt. Es handelt sich um ein Beispiel wissenschaftlicher Intoleranz. Obwohl die Mehrzahl der Wissenschaftler Behauptungen über das Gedächtnis des Wassers als Betrug bezeichnet, glaube ich, dass das Wasser ein Gedächtnis über einen längeren Zeitraum haben kann. Die Dauer kann nach vorsichtigen Schätzungen Monate, wenn nicht sogar Jahre betragen. Der Streit um das Gedächtnis des Wassers geht weiter. Angesichts der zahlreichen Phänomene des Wassers haben viele Menschen außerhalb der Wissenschaft kein Verständnis für diesen Streit. Ernst Braun hat einen eigenen Zugang zur Ursubstanz gefunden. Am Fallbach-Fall im Berner Oberland holt er eine Wasserprobe. Als Assistentin hat Braun seine Tochter mitgenommen. Im Labor pipettiert Braun das Wasser auf kleine Schalen und stellt diese anschließend in den Gefrierschrank. Der gelernte Techniker hat bereits über 10.000 Wassertropfen eingefroren. Braun wendet ein Verfahren an, das durch den Japaner Masaru Emoto in Europa bekannt wurde und viele Menschen zum ersten Mal mit Wasserphänomenen konfrontiert hat. Einige Stunden später. Die gefrorenen Wassertropfen haben eine kleine Spitze gebildet. Nicht alle Wässer besitzen nach dem Erstarren dieses Spitzchen, aber nur auf ihm kann man im Mikroskop Bilder erkennen. Das Wasser vom Fallbachfall zeigt einen sechseckigen Eiskristall, der aussieht wie ein Edelstein. Tendenziell offenbaren sich Heilwässer in anderen Eiskristallbildern als Leitungswässer, aber nicht immer. Ähnlichkeiten sind möglich, eine Reproduzierbarkeit ist jedoch nicht gegeben. Manchmal zeigt das Wasser Botschaften und manchmal halt keine. Das Wasser scheint den freien Willen zu haben, den wir möglicherweise verloren haben. Brauns Tochter Sarah macht jedenfalls aus freiem Willen bei den Wasserexperimenten ihres Vaters mit. Sie hält ein Fläschchen destilliertes, energiearmes Wasser in der Hand und versucht, ihm ein paar positive Gedanken zu widmen. Das destillierte Wasser, das als Eiskristall sonst eher so aussieht, zeigt nun eine Bildbotschaft. Ernst Braun sieht in seinen Bildern durchaus deutbare Phänomene, erhebt aber keinen wissenschaftlichen Anspruch. Etablierte Forscher bezeichnen die Deutung solcher Bilder als Kaffeesatzleserei. Viele Wissenschaftler sehen im Wasser ohnehin nur die Formel H2O. Zu den weltweit wenigen Instituten, die sich mit Wasserphänomenen befassen, gehört das Nationale Forschungszentrum in Padua. Die Italiener wollen wissen, ob sich im Wasser die Oxidation von Metallen beeinflussen lässt. Die Forscher stimulieren das Wasser mit einer Spule, die elektromagnetische Schwingungen abgibt. Im Gegensatz zum Praktiker Tut arbeiten die Wissenschaftler mit nicht hörbaren Frequenzen im Kilohertz-Bereich. Die ersten Versuche deuten auf eine Wirkung hin. Das sind die ersten Hinweise, die wir erhalten haben. Aber man muss lange warten, denn die Lebensdauer dieser stimulierten Zustände des Wassers ist sehr hoch, Monate. Dadurch wird der Versuch zeitaufwendig. Nicht nur Oxidationsprozesse lassen sich mit behandeltem Wasser stimulieren.
Der russische Experte Valentin Sapunov wurde vom österreichischen Forschungszentrum Seibersdorf bei Wien unter Vertrag genommen, weil man auch dort die Bedeutung moderner Wasserforschung erkannt hat. Zunächst hat Sapunov mithilfe der Spektralanalyse die Behandlung von Wasser nachweisen können. Im ultravioletten Licht zeigt verwirbeltes Wasser eine andere Durchlässigkeit. Wir haben verschiedene Versuche gemacht, um die Aktivität des Wassers, behandeltes Wasser, zu bestimmen. Und es ist bekannt, dass die Aktivität von Wasser normalerweise bestimmt man durch die verschiedenen biologischen Prozesse. Und zum Beispiel, wir haben gewählt einen Vergärungsprozess mit Hefe und haben festgestellt, dass behandeltes Wasser kann diesen Prozess beschleunigen. Ein Phänomen, das in der Praxis nicht zuletzt den Bäcker interessiert. Auch seine Hefe startet einen biologischen Prozess. In dieser Backstube in Düsseldorf wird der Originalwirbler nach Schauberger bereits seit 1978 eingesetzt. Mehl ist extrem fein. Je besser das Wasser die winzigen Mehlpartikel umfließt, umso besser geht der Teig später auf. In der Düsseldorfer Bäckerei werden übrigens keine chemischen Zusatzstoffe verwendet. Bereits vor 25 Jahren beobachtete Bäckermeister Kretschmer eine verzögerte Schimmelbildung. Später berichteten zahlreiche andere Bäckereien über gleiche Erfahrungen mit anderen Belebungsgeräten. Selbst im letzten heißen Sommer hatte Kretschmer keine Probleme mit dem Schimmel. Das ist wichtig für uns, dass wir hier mit dem Wasser einen Effekt erzielen, der darauf zurückzuführen ist, dass wir eine Sauerstoffanreicherung erreichen. Und dann auch eine pH-Wertverschiebung damit einhergeht. Und das wirkt sich auf die Mikroorganismen im Teig aus und fördert die guten, hemmt die negativen Bakterien wie Schimmel. Brot besteht zu 35% aus Wasser. Und aus was das besteht, zeigt sich, wenn ein Wassertropfen verdunstet. Ein getrockneter Tropfen aus der Düsseldorfer Leitung sieht so aus. Und so, wenn dieses Wasser verwirbelt wurde. Ein verdunstender Wassertropfen hinterlässt unter dem Mikroskop ein einmaliges Abbild seiner gelösten Stoffe. Die Stuttgarter Künstlerin Ruth Kübler hat diese Phänomene vor 15 Jahren entdeckt. Viele Menschen bekamen so einen Einblick in das, was sie sonst als Kalkflecken bezeichnen. Heute arbeiten mehrere Wasserforscher mit dieser Methode. So auch ein Mitarbeiter von Walter Tutt. Der Schweizer Entwickler gehört zu den wenigen Herstellern von Wasserbelebungsgeräten, die in der Lage sind, die Wasserqualität und ihre Veränderung auch zu diagnostizieren. Diese Bilder unter dem Mikroskop, es mag sein, dass für einen Wissenschaftler das nicht genügend reproduzierbar ist. Aber für uns sind das sehr, sehr gute Anhaltspunkte. Wir können doch immer wieder bei ähnlichen Problemen ähnliche Bilder bekommen. Und das ist ja für uns in der Praxis wichtig, damit wir wissen, in welche Richtung wir arbeiten müssen. Und dieses Bild hier ist ein typisches Bild eines Bergbaches. Was wir hier sehen, dass der Kalk weit nach innen getragen wird. Das sind diese weißen Tupfen. Das zeigt, dass das Wasser sehr kräftig ist. Was es weiter zeigt, das, ist ein schöner Ring innen. Dieses blaugrüne, das ist das Magnesium. Es wird praktisch gleichzeitig abgelagert und das zeigt, dass das Wasser schön strukturiert ist. Wenn wir jetzt ein Leitungswasser haben, das mehrere Kilometer unter Druck ist, dann wird dieses Wasser lahm und es zeigt ein solches Bild. Wir sehen hier, dass der Kalk am Rand sofort abgelagert wird und nicht weit nach innen getragen wird. Ebenso ist das Magnesium nicht mehr so schön abgelagert. Wenn wir jetzt dieses Wasser, dieses Leitungswasser hier, wieder elektromagnetisch mit harmonikalen Frequenzen aktivieren, dann haben wir wieder ein Bild, das wieder dem Bergbach von vorhin sehr stark ähnelt. Ein wissenschaftlicher Beweis ist das freilich nicht. Tutt will deshalb ein eigenes, noch besseres Diagnosegerät entwickeln. Am Lac Moubra hält er eine Art Antenne ins Wasser.
Tutt versucht, aus dem natürlichen und künstlichen Elektrosmog jene Frequenzen herauszufiltern, die das jeweilige Wasser charakterisieren. Jedes Lebewesen hat eine Biofrequenz. Tutt ist sich sicher, dass auch Wasser eine solche hat. Hier sieht man die Frequenzen von 20 bis 20.000 Hertz. Hier der Verlauf der Zeit. Und die dritte Dimension in die Höhe, das ist die Intensität pro Frequenz. Ist hier relativ tief und um die 200 Hertz relativ hoch. Das ist für mich so ein Wasser etwa mittlerer Qualität. Welche Qualität das Wasser in der Pendelrampe hat, soll eine Messung mit dem Prototypen der neuen Messtechnik zeigen. Ottmar Grober erklärt sich den unterschiedlichen Bewuchs oberhalb und unterhalb der Treppe damit, dass das Wasser beim Fließen über die Steine belebt wurde. Lässt sich das mit Biofrequenzen bestätigen? Mit Messgerät und Laptop durchschreiten Tutt und Grober die gesamte Wassertreppe. Die Messwerte oberhalb der Rampe und unterhalb zeigen einen deutlichen Unterschied. Die Umverteilung der Frequenzspitzen aus der Mitte an die Ränder ist für Tutt nicht nur ein Phänomen, sondern ein Indiz für belebtes Wasser. Inzwischen gibt es zahlreiche Analysemethoden, um auch physikalische Stimulationen im Wasser nachzuweisen. Viele von ihnen kämpfen aber noch um wissenschaftliche Anerkennung. Dieses Verfahren hier arbeitet mit Vakuumdestillation, Filtrierung und Restverdampfung. Ein aufwendiges Verfahren, mit dem Andreas Schulz schon Tausende von Wässern untersucht hat. Aus Leitungen, aus Flüssen und Seen und auch aus Kläranlagen. Schulz gewinnt ein Flüssigkristall, das bei Raumtemperatur getrocknet wird. Die Kristalle, die dabei entstehen, zeigen unter dem Mikroskop, je nach Wasserqualität, bestimmte Winkelstrukturen. Schulz hat auch viele stimulierte Wässer getestet. Die Kristalle des Testsiegers zeigen Winkel von 60 Grad. Bei der Untersuchung verschiedenster Wasseraufbereitungsgeräte zeigte sich häufig ein Unterschied zwischen der Neutralprobe und der behandelten Probe. In diesem Fall hat sich durch die Behandlung mit dem Gerät eine Annäherung an die Quellwasserqualität, die sonst höhere Güte zeigt, ergeben. In einer großen Vergleichsstudie in Zusammenarbeit mit der Universität Salzburg haben wir auch belastete Wässer untersucht, wie sie zum Beispiel von Vorflutern von Kläranlagen stammen. Sie sind oft nitratbelastet. In diesem Fall treten massive 90 Grad Winkelstrukturen auf und 60 Grad Winkelstrukturen treten fast gar nicht auf, wie sie sonst bei Quellwasser zu sehen sind. Vor diesem Auslauf einer Kläranlage hat Ottmar Grober dem chemisch gereinigten Abwasser eine kleine Pendelrampe gebaut, um es neu zu beleben. Eine gute Gelegenheit, neue Daten zu sammeln. Walter Tutt ist inzwischen auch in die Abwasserbehandlung eingestiegen. Mit seinem System will er Problemstoffe physikalisch ausfällen, damit sie nicht in die Flüsse gelangen. Tutt hat für Nitrat eine Eigenschwingung errechnet, die disharmonisch ist. Nitrat, das kann ich hier auf dem Klavier gar nicht spielen, weil es liegt irgendwo zwischen den Tasten drin mit seiner Eigenschwingung. Und wenn ich jetzt schöne natürliche Schwingung draufgebe auf diesen Bereich in der Kläranlage, dann nachher hat dieses Nitrat, kann gar nicht mehr gut existieren in dieser Umgebung. Es hat die Tendenz, sich umso schneller abzubauen, weil es ja gar nicht in diese Schwingungsstruktur, die ich draufgebe, reinpasst. Spielt man dem Schwingungsbild von Wasser die Frequenz von Nitrat hinzu, wird die harmonische Struktur zerstört. Ein Phänomen. Um das Nitrat auszufällen, bläst man in den Kläranlagen normalerweise Sauerstoff in die Belüftungsbecken. So wie in der Kläranlage von Maria Zell in der Steiermark. Hier wurden inzwischen große elektromagnetische Behandlungsrohre von Tutt eingebaut. Die permanent eingespielte Frequenz von Sauerstoff soll nun das Nitrat ausfällen. Ob das funktioniert, wird man erst nach monatelangen Kontrollmessungen wissen. Die Universität Graz will diesen weltweit wohl einzigartigen Dauerversuch wissenschaftlich begleiten. Im Labor von Tutt laufen derweil schon die nächsten Experimente.
Es geht um das Absetzverhalten von Klärschlamm, nachdem dieser mit elektromagnetischen Schwingungen stimuliert worden ist. Zunächst müssen Tutt und sein Mitarbeiter die richtigen Frequenzen finden. Klärschlamm aus der Industrie verhält sich anders als der aus Haushalten. Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend. Die Kurven zeigen ein deutlich schnelleres Absetzen des Schlamms. Doch ob sich solche Phänomene auch in großen Absetzbecken zeigen werden, kann im Moment niemand sagen. Lässt sich Abwasser quasi mit Klängen reinigen? Ein Bläsersextett spielt den Langenwanger Jodler am Rand eines künstlichen Teichs. Ist die Wasserklangtherapie eine Idee von esoterischen Spinnern? Ottmar Gruber und Walter Tutt sind es sicher nicht. Sie sind Profis, die sich seit vielen Jahren in der alltäglichen Arbeit mit dem Wasser bewähren müssen. Sie sind aber Visionäre, die den Mut haben, das Wasser anders zu behandeln als in der gängigen Praxis. Hier lassen sie es vor Zeugen von einer Musikkapelle beschallen. Denn es zeigt sich ein Phänomen. Während die alte Volksweise erklingt, ändert sich das elektromagnetische Schwingungsbild im Teich und gleicht nun dem des Wassers unterhalb der Pendelrampe. Ein Indiz dafür, dass die Musik das Wasser belebt. Hydrotherapie hat heute zwei Bedeutungen. Warum sollten Klänge, die wohltuend auf den Menschen wirken, nicht auch stimulierend für das Wasser sein? Und warum sollte Wasser, das alle Stoffe in sich auflöst, nicht auch Musik in sich aufnehmen? Angesichts globaler Wasserprobleme ist es an der Zeit, die Phänomene des Wassers nicht nur zu entdecken, sondern sie auch zu nutzen. Morgen landen wir auf dem Trockenen, mitten in der mauretanischen Wüste. Wie passen sich Mensch und Tier diesem extremen, feindseligen und unwirtlichen Milieu an? Wir begleiten Wissenschaftler, die versuchen, die Wüste zu verstehen. Morgen bei Arte Entdeckung.